Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute stellen wir euch einen Guide vor, mit dem ihr viel einfacher euren PC konfigurieren könnt. Im Moment läuft auf unserem Kanal übrigens noch ein Gewinnspiel. Oben rechts und in der Beschreibung ist das Video dazu verlinkt. Nun kommen wir zu diesem Video. Zuerst müsst ihr euch natürlich ungefähre Vorstellungen von eurem Budget gemacht haben und wir unterteilen für diesen Guide jetzt in drei verschiedene Preissegmente. Erstes Budget, PCs für bis zu 700 Euro. Zweites, gute Gaming-PCs für bis zu ca. 1500 Euro. Und drittes und als letztes wirkliche High-End-Systeme für mehr als 1500 Euro. Bei der ersten Preisklasse könnt ihr ca. 30% für CPU bzw. GPU ausgeben. Bei der zweiten solltet ihr 25% für die CPU und 30-35% für die GPU eures Budgets aufwenden. Bei der dritten Preisklasse sollte man ca. 25% für die CPU und 35% für die GPU benutzen. Man sieht also, dass man je höher der Preis eines PCs wird, immer mehr für die Grafikkarte zahlen sollte und immer weniger für die CPU, was daran liegt, dass CPUs einfach deutlich billiger sind. Es gibt auch manche Teile von unbekannten Herstellern. Damit meine ich zum Beispiel sogenannte China-Netzteile. An so etwas sollte man nie sparen. Es gibt aber auch Teile, an denen man sogar sehr gut sparen kann. Welche das genau sind, könnt ihr in unserem letzten Video sehen. Außerdem solltet ihr bei der zweiten und vor allem der dritten Klasse unserer Meinung nach auf das Aussehen achten. Das heißt, dass ihr mindestens darauf achten solltet, ein geiles Gehäuse mit Netzteilabdeckung und deshalb auch ein modulares Netzteil zu haben. Man kann das Aussehen mit RGB-Hardware bzw. Stripes, gesleeften Kabeln und viel mehr natürlich noch stärker verschönern. Was auch noch wichtig ist, ist, dass ihr vor allem bei High-End-Systemen Netzteile mit mindestens 80 plus Silber-Zertifikat kaufen solltet. Auf guten, damit meine ich schnellen RAM, sollte man auch setzen. Im Moment würden wir eine Taktrate von 2667 bis 3200 MHz empfehlen. Wenn ihr euch aber überhaupt noch nicht sicher seid, ob sich zum Beispiel der Aufpreis bei einem bestimmten Teil lohnt, dann schaut erstmal auf userbenchmark.com nach, wie die Leistung der Teile ist, bei denen ihr euch überlegt habt, sie zu kaufen. Wenn ihr die Seite nicht versteht, obwohl sie eigentlich selbsterklärend ist, haben wir dazu auch schon ein Video gemacht, welches ihr gerne mal anschauen könnt. Ihr habt euch nun für eine CPU-GPU-Kombination entschieden. Dann fehlt euch noch eine Website, die euch noch helfen kann. Diese nennt sich bottlenecker.com. Wie ihr schon am Namen ablesen könnt, lässt sich mit dieser Seite feststellen, ob eure Konfiguration durch einen Bottleneck verlangsamt wird. Wenn trotz dieses Guides noch immer Fragen herrschen, könnt ihr sehr gerne unten in den Kommentaren nachfragen und wir werden so schnell und gut wie möglich antworten. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, wenn euch das Video und der Content gefallen hat und nun bis zum nächsten Video.